Also der Gang führt geradeaus. Nach ungefähr 120 Meter gibt's also zweigt er ab in alle der Himmelsrichtungen, also geradeaus geht's, links und rechts. Links ist zugemauert, also das ist also es war zugemauert, also man sieht, wie eine Ziegelwand dort gestanden ist, aber die ist jetzt durchgebrochen. Rechts geht's ganz normal weiter. Du siehst nach einer kurzen Zeit, dass du da irgendwie bei einer, also das ist, du kommst bei einem Fluss raus, also du bist dir ja ziemlich sicher, das ist der Fluss, der bei Sandspitze ins Meer fließt, aber du kannst nicht genau erkennen, wo du da rausgekommen bist. Und wenn du geradeaus gehst, kommst du an der Nordküste nördlich von Sandspitze raus. Und da ist eine kleine Höhle und da siehst du ein, quasi wie ein kleines Lager, wo mehrere so kleine Schlaflager gerichtet sind. Und hauptsächlich auch solche Peitschen, solche Hundeschnitter und solche Kurzbögen liegen. Aber von Das sind Goblins, Kinderabrichter. von Goblins ist keine Spur. Also es sieht alles nach Goblins aus, aber es sind keine Goblins da. Okay. Könnte daran liegen, dass die zwei, die uns im ersten Raum entkommen sind, Range Goblins waren und wir jetzt gegen keine Range Goblins mehr kämpft haben. Das heißt, die sind irgendwie davon gelaufen Also und haben die anderen ich habe jetzt alles so beschrieben. ein Hinterhalt. Psst, 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 psst. Ich habe alles beschrieben, also geradeaus. Und den rechten Gang habe ich beschrieben, den linken Gang, wo quasi diese durchgebrochene Ziegelwand ist. Da habt ihr noch nicht reingeschaut. Wollt ihr reinschauen? Schau mal rein. Ich gehe vor. Gut, Perfekt. Moment. Sofort. Es ändert sich nicht viel an am Setup, nur seid jetzt dann da. So. Also der Martin hat irgendwann kommen. Ja, weiß ich nicht. 2030 hat er gemeint, ja. So. Ja, ich kann ja vorher machen, gell? Habe ich schon verschoben jetzt? Nein, gell? Ja. Ah ja, jetzt. Also, da. Ihr seid jetzt von hier da. Ja? Und jetzt kurz was vorlesen und zwar. Ja, der Tunnel. Ich glaube zwar, dass der Tunnel vorher gerade irgendwie nach Norden gegangen ist und sich dann nach Norden weitergegangen ist, beziehungsweise einmal nach Osten abgebogen ist und diese Ziegelwand ist quasi im Westen gestanden, ist jetzt nach Westen gegangen. Und er biegt dann wieder nach Norden ab und kommt zu seiner natürlichen Höhle und wird etwas breiter. Und da seid ihr jetzt. Und dann Helos, ich hätte rechts. Hunger. Aber ich. Ja. Und ja, passt. Du sagst was? Ich sag, wir gehen jetzt zurück, lassen mich vom Kleriker heilen, weil ich bin noch genau halb voll. Ich weiß, ja. Und wir sind noch zu dritt. Und wir alarmieren die Bürgerwehr sozusagen. Und dann kommen wir wieder in diesen Dungeon zurück. Wenn wir vollständig sind, ja. Ja? Ja, vollständig hin oder her. Es geht einfach darum, jetzt da ich halb voll und nur zu dritt, macht das irgendwie wenig Sinn, da weiter zu forschen. Aber ich habe einen Kompositboden jetzt. Kompositboden hat er. Ich mache Ja, jetzt nur plötzlich deswegen halte ich weiter. nicht mehr aus. Das ist ja das Problem. Und du kannst nur noch einmal heilen. Und wenn dich dann verwürfelst und mich um 1 HP heilst, dann ist das gewesen. Dann war es das. Das stimmt. Ja, passt, Moment, machen wir das. Moment. Ich bin gleich soweit. Also wir gehen. Ich glaube nämlich, dass zur Bürgermeisterin liegt der Kleriker eher am Weg. Nein, Oder? nicht wirklich, aber. Ja, nein. Also, Wir machen ihr das halt. seid da. Machen wir wieder tolle Zahnspitzenmusik. Bitte nicht. Ja. Und Bürgermeister. da ist das Ja, dann zuerst zum Bürgermeisterhaus und Kleriker der bitte, Kirche. mich vollheilen. Zum Kleriker zuerst, oder was? Ja. Dann gehen wir. Okay. Also wir gehen jetzt daher. Tu das. Du kannst dein Ding sehr selber bewegen. Ich sehe mich. Ah, da bin ich. Gut, ich gehe zum Kleriker, die anderen zwei gehen zum Bürgermeister und berichten ihm und ich Wir komme gehen. danach, nachdem ich geheilt bin. Kürzen wir das Ganze ab. Okay.
Okay. Nein, da kann ich nicht heilen. Ja, da kann man nichts machen. Ich kann einfach nur zweimal pro Tag heilen. Ja, aber der Kleriker kann irgendwie so Full Heal und Group Heal und was ist alles machen. Gut. 8 plus 5. Also heilt dich einmal für. Was auch immer das ist, 18 und einmal für. Ja, das reicht eh schon. Bin schon voll. 19. Ja? Jetzt sehe ich nur gerade irgendwie. Ich hoffe, man kommt das jetzt an. HP. Suche ich gerade. 23, okay. Also ich heile mich jetzt hoch, ja? Ja. Auf 23 wieder. Grazie. Oh Gott, ist schon gut. Und wir treffen uns jetzt alle beim Bürgermeister, um ihm, das Dokument zu zeigen. Bei der Bürgermeisterin. Welcher Dokument? Und. Ha? Welcher Dokument? Na, das Tagebuch. Ah, das ja, mir vor. Und erzählen ihr, dass noch ein Angriff bevorsteht und sie sich besser wappnen soll. Und dass wir vor allem. Diese Halle, diese Glasverarbeitungshalle, bitte unter bessere Beobachtung stellen müssen. Was? Also sie, kurz, ja. Und wegen der Belohnung hat es gewesen. Sie hat keine mehr. Du hast letztes Mal schon dreimal gefragt. Auf welcher Seite stehst du eigentlich genau? Was ist da los? Da fährt irgendein verrücktes Motorrad weg. Gut. Ist jetzt überhaupt, wann sind sie weggegangen? Weil es in der Früh, gell? Jetzt ist ungefähr das Mittag. Probieren wir was. Was machst du? Okay. Probieren wir was. Es ist ungefähr das Mittag. Dann kommt zur Bürgermeisterin. Und die sagt, habt ihr schon Neuigkeiten wegen diesen Goblins? Oder warum seid ihr hier? Ja, wir haben Neuigkeiten. Wir haben herausgefunden. Also, ich fasse das zusammen, was wir bis jetzt erlebt haben. Und wir haben herausgefunden, dass ein neuer Angriff bevorsteht und dass der erste Angriff nur ein Vorgeschmack war und auch nur eine Ablenkung für das, was die Goblins eigentlich vorhaben. Und wegen der Belohnung war es gewesen. Ja, habt ihr dafür irgendwie, woher wisst ihr das alles? Also, sagst du dir das Tagebuch, ja, oder was? Ich zeige das Tagebuch. Aha, okay, ja, das wird wissen. Sie schaut das Tagebuch an. Ja, das klingt sehr schrecklich. Könnt ihr vielleicht in den Tunneln nachsehen, ob es da noch andere Goblins gibt, oder? Sicher. Ja, na, aufs Feld gehen und ein bisschen Rüben pflanzen und enden währenddessen oder vorher. Ja, ich werde auf jeden Fall die Stadtwache rund um die Stadt, also am Nordwall und an den Brücken verstärken und auch Wachen zur Glashütte schicken. Aber ich fürchte fast, dass ich kann euch vielleicht maximal zwei Stadtwachen mitgeben. Aber ich weiß nicht, ob die. Die werden sich sicher nicht als so Abenteuer erfahren wie ihr beweisen. Also. Ja, die braucht man nicht. Noobs wird geschissen. Aber wenn wir Belohnung was weißt du vielleicht, was ein Quasit ist? Ein Quasit? Na, ist ja. Das nicht so ein kleines fliegendes Dämonending? So was ist das, ne? Ja, das wird erwähnt in diesen. Hast du Knowledge Planes? Auf Level 2. Ich erwarte es. Ja, ich habe alles außer Plans. Nicht deppert lassen. Übrigens, Dungeoneering habe ich auch nicht, aber. Übrigens, nur weil du es als Glass-Skill hast, heißt das nicht, dass du so enden kannst, gell? Wenn du keinen Punkt drin hast, kannst du nicht verwenden. Achso, hast du neue Punkte drin? Achso, vorhin schon gefragt. Ja. Ja, bitte. Wenn ich das skill, ja. Also ich habe jetzt meine zwei Skills genommen, und zwar Climb und was weiß ich, noch was, ist ja wurscht, ja. Und wie trage ich das ein in diesem Sheet? Trage ich da einfach, ich hackel an Climb? Nein, nichts anhackeln. Oh. Ich meine, Climb ist bei dir eh wurscht, das müsste schon auch gehackelt gewesen sein. Oh. Ah ja, es war angehackelt, genau. Und ich habe das Ranks auf 1 erhöht, ja. Sonst habe ich nichts. Das Anhackeln brauchst du nicht machen, das ist. Trained. Das ist. Oh ja, das Trained habe ich angehackelt. Weil ich es ja getrained habe. Ich habe jetzt einen Punkt rein dann. Und die Frage ist, muss ich das MISC, dieses MISC, muss ich das auch erhöhen oder nicht? Das Ding ist automatisch. Aha. Warte kurz. Nein, das MISC passt, magst du nicht erhöhen, das ist nur, wenn du irgendwelche Items hast, die was dir einen Bonus geben oder so. Das Trained ist. Ja, stimmt, aber das musst du alles haken, ja. Marco, das musst du glaube ich auch noch machen, das habe ich vergessen bei dir.
Was denn? Du musst bei dort, was du einen Punkt eingegeben hast, musst du einen Hackerl machen. Ah, ich mach das schnell. Ja, dann stimmt echt? Das ja. Passt. Überall, wo Punkte drin sind, musst du Hackerl machen. Sonst kriegst du die entsprechenden Boni nicht. Habe ich bei meinem Level-Up da auch eigentlich was zum Erhöhen oder nicht? Ja, prinzipiell schon. Wo ist denn da? Du kriegst ja pro Level, bekommst du. Warte. 6 Skillpunkte, die kannst du verteilen. Und zwar sind das. Wenn ich es auswendig wisse. Wie heißen die Punkte? Skillpunkte. Und zwar 2 Skillpunkte plus das, was du bei Intelligenz hast. Das ist bei Intelligenz minus 1, das heißt 2 minus 1. Du kriegst einen Punkt pro Level. Hast jetzt. Wow. Einen hast du, glaube ich, schon vergeben, ne? Oder? Nein, du hast gar keine vergeben, dann müsstest du 2 haben. Achso, muss man nicht oben richtig eintragen, dann passt's. Das heißt, du kannst noch 2 Punkte irgendwo reinstecken. Und dort, wo du die Punkte reinsteckst. Das, so wichtig, das kannst du irgendwann dazwischen machen. Vergessen wir von ja. Und ich hätte noch eine Frage. Weißt du, was ein Malfeschenker ist? Nein. Was soll das sein? Wo ist das her? Ja, weil das was soll das in der Tage? Nein, keine Ahnung, was ein Malfeschenker ist. Nein. Ich weiß es nicht. Okay. Gibt es irgendwelche Hilfe, die du anfordern könntest von anderen Städten? Naja, ich kann natürlich Hilfe, das mag ich nicht mehr anfordern, aber. Aber das dauert einige Zeit, bis die da sind. Also vor sechs, sieben Tagen glaube ich nicht, dass wir da Hilfe erwarten sollten. Ja, also ich würde vorschlagen, fordere mal die Hilfe an. Das mache ich auf jeden Fall. Also. Derweil die Tunnel. Ja, das kann ich auf jeden Fall machen. Also ich fordere auf jeden Fall heute noch gleich Hilfe an über Raben. Über Rabenpost und vielleicht sind sie sogar schon in 4 oder 5 Tagen da. Ja. Gut, sparen wir uns das Gasthaus und gehen gleich wieder zurück, weil irgendwie sind wir jetzt wieder alle voll. Sollen wir noch fragen, ob es geben kann? Entweder eine Laterne oder irgendein. Du kannst gerne was einkaufen, gell? Ja, scheiß drauf, wir brauchen die Zeit brauchen wir jetzt nicht mehr. Brauchen wir nicht? Nein, das war nur in dem einen Dunkel kurz dunkel. Wir haben Fackeln einstecken. Es ist dort, wo ihr. Jetzt hingeht es auch dunkel, ja? Also sag mal. Okay, dann gehen wir zu diesem, ich glaube da irgendwo, war dieser eine Händler, der uns durch die Stadt geführt hat und uns das so gezeigt hat. Also gehen wir jetzt mal rein zu dem. Hier geht's rein und drinnen begrüßt euch die, nicht der alte Herr, sondern die, warte mal kurz, langsam, ich hab's gleich. Für alle Szenarien irgendwie eine Option oder was? Ja. Also es begrüßt euch seine Tochter, die Shailis. Und. Holy moly. Und fragt, was Kundschaft, was kann ich euch anbieten? Was haben wir gerade? Ich habe nämlich meine Fähigkeit Lay on Hands. Das heißt, er kann sie mit seinen blanken Händen kann er sie umpacken und niederlegen. Ja, ja. Also, Kundschaft, womit kann ich dienen? Also, wir haben hier hauptsächlich beim allgemeinen Warenhändler. Der Oli hat gesagt, er will vielleicht irgendwie Lampen kaufen oder irgendwas, keine Ahnung. Gut, nein, nicht Lampen, sondern irgendwas zum Fackeln entzünden. Also, so Brennstäbe. Also, ich habe Zündstäbe, das ist ganz einfach so ein kleiner Holzstab mit also Schwefel drauf. Und den reibt man etwas Raum und dann fängt zum Brennen an, ist ideal zum Fackeln entzünden. Kostet für 10 Zündstäbe 5 Silbermünzen. Ja, ihr Schwachsinnigen braucht das, ich nicht. Ja, ich nehme da welche mit. Wie viel? 100? 10 Zündstäbe, 5 Silbermünzen. Ja gut, das reicht. Dann nehme ich 100. Einmal 10. Nein, einmal 10 reicht nicht. Ich glaube 100 haben wir gar nicht da, also müsste ich ins Lager runterschauen. Und da fürchte ich mich eigentlich, da können wir nicht mehr die Ratten, oder? Sie kann nicht, das Dunkle ist im Lager, kann sie nicht mehr anzünden. Was? Was kostet der Composite-Lampo? Wir haben ja, bei uns gibt es leider keine Waffen. Das ist keine Waffenhändlerin, die machen nur normal. Wir haben ja nur allgemeine Ausrüstung und allgemeine Gegenstände. Ja, nein, ich geh zum Waffenhändler. Und wenn man Composite-Lampo. Schau mal, was der Composite Longbow kostet. 100, glaube
Fort, schauen wir gleich. Longbow 100. Je nachdem, wie stark du es denn kaufst, kostet er noch nicht mehr. Ne? Also ein normaler plus 0er kostet 100, ein plus 1er kostet 200, ein plus 2er kostet 300 und so weiter und so fort. Mhm. Ich habe einen plus 3. A plus 2. Was ist 300. Your Strength Bonus? Ja. Na, du hast dann plus 1 um 200 gefunden. Na ja, dann plus 2. Ist Short, außerdem ist der Shortbow. Ja. Ein Shortbow war. Echt? Das war plus 2? Plus 2, ja. Mhm. Also, wie gesagt, du kannst dir um 100 einen plus 0er kaufen. Ansonsten. Ich finde jetzt eh noch was. Mir gefallen. Warte, diese 200 Euro kaufen wir gescheit. Ja. Kann ich noch etwas an euch, euch anbieten? Kann ich noch etwas brauchen? Fackeln habt ihr? Ich hätte auch noch Fackeln anzubieten. Oder Lampen. Ja, Lampen mit Öl. Ja. Was kostet eine Lampe mit Öl? Geh scheiß drauf, ist es doch wurscht, habt ihr schon Sicht. Wir gehen jetzt zurück zu diesem Dungeon und ab in die Höhle. Okay, danke für eure Kundschaft. Ja, danke für. Also geht's ja wieder runter, oder wie? Ja. Gefällt dir. Wollt man noch auf Dix warten? Sag mal, ich finde mein Gold nicht wo. Der Martin ist eigentlich gekommen. Das war alles. Moment. So, da. Jetzt sind wir richtig. Entschuldige, wo habe ich noch einmal mein Gold und so? Das ist rechts. Unter den Class Information bei Currency and Experience. Hab's, danke. 135 Gold hast du. Hast du jetzt genug Gold gehabt, Marco? Für was? Für das, was du dir kaufen wolltest. Ich hab mir nichts gekauft. Er hat jetzt eh nichts gekauft. Ich hätte 100, hätte ich da. Marco, hast du nicht. Hast du die 100 Gold von vorher schon eintragen, oder? Ja, jetzt wieder. Weil bei mir steht 23, aber. Echt, willst du mir 100 Gold bauen, oder was? Ich kann da. Ich hab 100 Gold. Ja, dann würde ich mir einen Composite Longbow plus 1 kaufen. Hm? Hast du das nochmal gefunden, wo die Cola steht? Müsst ihr nicht da ganz oben Axt plus 1 kaufen? Was? Da gibt's plus 1 Sacken, oder? So. Nein, scheiß drauf. Um die Kohle krieg ich eh nichts Gescheites. Da gebe ich dir jetzt 100 und wenn das heißt, gibst du es wieder zurück. Können wir machen, ne? Ja. Passt, dann machen wir das. Also ich tue, statt 135 habe ich schon abgezogen, ich habe jetzt nur noch 35 und du hast dann 100 mehr. Passt. Dann habe ich 200 oder weniger, 100 oder weniger. Und dann dafür ein Composite Longbow plus 1. Weil er sich 200, der hat jetzt um 200 einen Composite Longbow plus 1 gekauft. Warte mal. Ja, ja. Stärke-Mode. Das ist 23 Gold, ne? Und dann. Da. Na, minus 5 auf Uhr im Ganzen. Dann minus 5 auf 18 und der Kyrill hat eigentlich 35 jetzt, ne? Jetzt 35, ja. Ich habe vom 135 auf 100 gegeben. Ja, hast du das Eintrag auch schon, oder? Ich hab's Eintrag. Ja, naja, ist bei mir noch nicht aktiviert. Ist okay. Was sind diese Hundeschnitte eigentlich wert? Die Hundeschnitte sind. Das kann ich gleich sagen. Also Rollen, oder? Dein Gegner im Waffengeschäft bist, brauchst nicht rollen. No. Ungefähr 5 GB pro Hundeschnitter beim Verkaufen. Cool, 2 habe. Verkaufe ich die 2 einmal. Ja. 10 GB. 10 Gold. Und der Goldstab. Ja, musst du mal Appraise machen, ne? Ne, ich bin ja da in der Stadt, kann ich dann haben, endlich Zeit. Ist die Frage, ob du das in der Stadt so einfach anbringst, ne? Nicht? Ich weiß nicht, braucht er irgendwann einen Goldstab? Braucht keinen Goldstab? Du kannst schauen zum Magiehändler, ob der so kaufen will. Der war Waschlebun ist das. Ja, also du gehst rein zum Magiehändler, wurscht, nachdem wir alle weitermachen wollen, machen wir das einfach so. Du gehst rein zum Magiehändler und er sagt, er schaut sich den Goldstab an und sagt, ja.
ist ganz gut. Also den kann ich auf jeden Fall brauchen. Also bei mir kommen immer Leute vorbei, die das als Reagenz haben wollen. Sagen wir pro Beutel 35 Goldmünzen. Ja? 45. Nein, also 45 Goldmünzen ist mir zu viel. Wie viel mal Diplomatie? Schauen das erlaubt. Naja. Machen wir 39. Ist ein guter Handel. Sagen wir 39. Na gut, dann 5 für 39. An und heute mal. Okay. Na gut. Danke für das Geschäft. Ich danke. Jetzt kaufst du einen zweiten Komposit. So viel ist es nicht. Aber das war recht viel. 539 ist viel, ja. Das hat fast 200, ne? Ja, hätte er sich einen größeren Bogen drum kaufen. 195. Mhm. Vorher hätte man plus 2 kaufen können, sogar mit nur 100 mehr, ne? Ja. Mhm. Können wir das irgendwie retour machen, oder? Ja. Macht Sinn. Mux, bitte. Na pass auf, dann warte, dann habe ich 200 gehabt, 300, dann leistet man nicht an 100, sondern leistet man 105. Ja, passt. Dann habe ich 400, dann kaufen wir einen plus 3. Und plus 3 wirst du nicht verwenden können, wenn das nicht plus 2 stärker, ne? Glaube ich, oder? Nein, plus 1 stärker. Dann kannst du plus 2 auch nicht verwenden, ne? Kauf dir den plus 2. Echt? Natürlich, du kannst nur so viel stärker erreichen, wie du hast, ne? Echt? Natürlich. Das ist ja doof. Ey, ist ja wurscht, dann nehmen wir den plus 2. Dann kann ich plus 2 dran. Dann nur plus 1 dran. Ja. Gut, dann hat sich das nicht. Aber ich könnte nur Mutagenten bauen, mit dem ich plus 4 stärker habe. Dann kann ich plus 4 dran. Was ich tun werde. Mutagen ist dann. Warte mal. Langsam. Verstärke Mutagen. Langsam. Inzer, ne? Ja, Stärke ist dann Int, ja. Stärke und Int ist scheiße. Minus 2 ist dann Int, gell? Ja, du bekommst übrigens nur 4 Stärke, das heißt, du hast dann plus 2er Bonus, das heißt, du kannst maximal einen plus 3er Bogen schießen dann, ne? Damit das. Warum plus 2? Kann ich nur 2 ab? Ne, weil du plus 1 jetzt schon hast, da kommen nur mit 2 dazu, sind insgesamt 3, ne? Ja, passt eh. Plus 3 Bogen ist ja das, was du wolltest. Ja, die Problematik ist aber, dass ich halt nachher 2 Int weniger hab, ne? Genau. Und das ist eigentlich mein Haupt-1, mein Auto hat. Dann, ja. Dann voll, aber da fällt der Modifikator dann auch von plus 3, von 3 auf 2. Weil dort beim Team wird das nicht im Kalkulator. Aber ja. Was? Du kannst halt den Bogen. Cool, Composite-Bogen plus 4 ist halt schon, plus 3 ist halt schon gut, ne? Du kannst halt den Composite-Bogen sonst halt fast gar nicht verwenden, ne? Dass du dann minus 4 Angriff auf alles, ne? Wenn du damit aufziehen kannst. Okay. Momo! Was für ein Schwächling! So, ich brauche ein bisschen Stärke. 14 Stärke, also plus 2 auf. Na, da scheiße ich echt drauf, ja. Ja, nein, ich kaufe mir den plus 1. Also ist alles so wie gehabt, du schulst nur 100, ja? Na, jetzt nicht mehr. Ich gehe wieder zurück und dann habe ich noch 95. Ne? Warum nimmst du jetzt nicht den plus 2? Ah, okay. Weil ich den nicht dran kann. Nicht mehr. Also sogar den plus 2 kannst du nicht dran? Nein. Ja. Warum kann er? Also weil du mehr Stärke hast. Ne? Aber du hast, das bei dir ist ja ein Longbow, oder was? Das ist wurscht. Also das ich macht nur den Schaden anders. Achso, okay. Okay, gehen wir im Dungeon. Hast du 113? Warte noch der Martin? Naja, der. Weißt du, wann er kommt? Wenn er sagt um 19:30 und er ist nicht da, dann Pech kommt. Oder hast du Telefonnummer? Ruf sie nochmal an. Ja, nein, hören wir dann auf, wenn er nicht da ist, und dann machen wir nichts mehr, oder? Hätte ich gesagt. Ich würde gerne schon weiterspielen, ehrlich gesagt. Weiterspielen? Marco, ruf ich Martin kurz einmal an. Frag, ob er überhaupt noch kommt heute. Machen wir kurz Pinkelpause. Ich bin kurz am Körper. Mhm. Du musst zuerst würfeln, ob es gehen darf. Mhm. Gut, pushen. Wollt ihr nach rechts oder nach oben? Zuerst einmal Stopp. Macht's einmal Perception. Mhm. Perception-Würfel. Alle Perception-Würfel, bitte. Perceptions würfeln. So, Perceptions.